Hallo, hier ist der Gusur. Update kam leider nicht. Oh. Das ist natürlich sehr schade, das wollten wir natürlich alle, ganz klare Geschichte. Aber kam halt nicht. So ist das Leben. Also am Montag, heute haben wir Montag bei mir. Ja, ich zeige euch jetzt einen Angriff. Ich muss echt sagen, ich habe die letzte Folge gerade wieder abgebrochen, weil ich war irgendwie bei 10 Minuten und dachte mir, Alter, nee, nee, nee. Also das wollte ich euch einfach nicht geben. Ja, hier, Angriff, gucken wir mal kurz rein. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu haben wollen, wie ihr den angegriffen hättet. Das ist auch mal total komisch. Du hast Stopp gedrückt, beziehungsweise Pause, und die Zahl zielt weiter runter. Ich kann dazu sagen, jetzt zu der Base, klar, ist natürlich nicht maxed out, nicht ansatzweise und so grundsätzlich auch relativ low. Ich habe alle meine Einheiten verballert, aber habe die CB behalten und ich habe nur ein Spell gedroppt. Wie hättet ihr eventuell, haut einfach mal raus, ich wäre von da und da und da und da und ich hätte das so und so gemacht. Das würde mich mal super interessieren. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das hier so bei mir der Fall war. Also, ja klar, Lava-Hunde halt gedroppt, dann Skelette hier so ein bisschen weggefegt und dann halt, ja, so geguckt, was passiert und hab mich da so ein bisschen treiben lassen von der ganzen Geschichte. Und das ging dann auch ganz in Ordnung. Bloß wie gesagt, die Base war jetzt natürlich auch nicht der Rupper, ganz klare Geschichte. Hier muss man natürlich echt vorsichtig sein mit so einen Geschichten hier von wegen Skelette, die einen die ganze Zeit verfolgen in den Ballons. Ist das nicht so schön? Das heißt, also da wäre es natürlich geil gewesen, wenn ich da noch ein paar Luckys dabei gehabt hätte. Aber gut, okay. Hat ja auch so geklappt. Aber jetzt, wo die Luckys dann dabei waren, waren natürlich die Skelette dann komplett chancenlos. War natürlich auch ziemlich geil. Loot war geil, aber wie gesagt, sonst hätte ich den auch nicht angegriffen, weil das, klar, macht man natürlich, wenn man relativ viel für die gesamten Truppen raushaut, dann sollte sich das natürlich auch irgendwo lohnen. Ganz klare Geschichte. 14 Pokis gab es, nur das ist ein bisschen low, sage ich jetzt mal. 35k, glaube ich, von beidem noch im Bereich Liga-Bonus. Das war in Ordnung. Damit konnte ich leben. So, jetzt hauen wir hier noch ein Poison-Spell raus. Ja, Haste-Spell. Ich bin damit ein bisschen vorsichtig. Also, ich habe es ja in Videos gesehen, Haste-Spell, dass das vollkommen ausreicht. Für die Loons, logisch, weil die schon so kräftig sind, dass die eigentlich Wut nicht brauchen, aber also ich finde das mit dem Wut schon ziemlich geil. Ich habe jetzt gerade mal den Account geswitcht, weil ich mir dachte, ah, naja, gut, okay, guckst dir noch mal ein paar Mails an und hab gesehen, Alter, von heute, ja, Nachmittag, also irgendwie um 1 oder sowas, ja, genau, ja, halb 2 bis jetzt, also kurz nach 6, kam einfach mal 100, etwas über 100 Mails. Sollte man mal kurz reingucken, was so geht. Und dann gucke ich mal, werde ich mal gleich wieder ein bisschen was beantworten. Hier haben wir einen Angriff vom Justin. Vier Golems und noch einiges an Wizards am Start. Da bin ich mal richtig gespannt. Hier, leider wurden die zuvor geröstet, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, hier hätte der Rage in Bezug auf die Mauerbrecher noch richtig was gebracht, dass die halt wirklich schneller an die Mauer gehen können. Alter, die haben sich ja richtig aufgehalten. Aber ich meine, man muss auch dazu sagen, sie sind erst auf Level 1. Aber mal gucken, wie das hier läuft beim Justin. Nebenbei gucke ich mal gerade rein. Die Frage kommt vom Burak, ob ich eventuell mal Assassin's Creed spiele. Wie gesagt, ich schaffe das zeitlich halt echt null. Oggi 3000 wollte mal einen Kommentar hier lassen. Das hat er hiermit getan. So, schauen wir mal weiter, was hier so geht. Dann kommt vom Play Massive, YouTube Massive, die Frage, ob ich Kinder habe. Ja, ich habe eine Tochter. Die ist 7 Jahre alt. So, wie sieht's hier aus? Ja, läuft auf jeden Fall. Ja, das wird schon, das wird schon. Die Golems sind schon drin. Ja, das passt. Achso, im anderen Video war der Hock dafür da, dass die Skelette gelockt werden. Okay. So, gucken wir mal.
Ja, alle sagen so, oh, der Queen Walk geht nicht mehr, der Queen Walk geht nicht mehr nach dem Update. Ich bin da mal ganz gespannt. Also ich halte da mal ganz chillig die Beine still, weil die Sache ist doch mal die, wenn es jetzt heißt, oh, wir können nur noch 6 Heiler verwenden, ansonsten wird die Heilkraft sozusagen weniger, interessiert uns das doch eigentlich gar nicht. Weil ganz ehrlich, ich hatte es ja in den Videos davor dann nochmal besprochen, dass ich ja gesagt habe, oh, man will jetzt eh nicht mehr so viele Heiler und so weiter und so fort, ressourcenschonender arbeiten, dann läuft das doch eh. Also von daher, von wegen, ja, Queen Walk ist ausgestorben, das sehe ich ganz ehrlich noch nicht so. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Nebenbei können wir hier auch nochmal kurz beatschen. So, Matt schreibt, weil wenn man mehr als 6 Heiler setzt, die Heilung aussetzt. Ja, wie gesagt, selbst wenn das so ist, oder beziehungsweise was ich mir so grundsätzlich gar nicht vorstellen kann, also ich kann es mir halt auch nur vorstellen, so wie gesagt, ich habe in den Sneak Peeks nicht wirklich aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen, ganz ehrlich, so ist das halt. Aber ich bin da halt wirklich der Meinung, dass das einfach so kommen wird, dass die halt eben nicht mehr so krass OP sind. Ja, aber wie gesagt, das wussten wir alle vorher schon. Also, dass die jetzt nicht mehr, oder dass das nicht ewig so läuft, das wusste ich. Deswegen habe ich halt eben schon den King hochgezogen und dann eben, weil ich immer schön mit der Queen so weit arbeiten wollte. Also von daher, also meine Situation ist aufgegangen. Also für mich war das jetzt nicht, das habt ihr auch in den Videos immer mal gehört, dass ich davon nicht ausgegangen bin, dass das für ewig hält. Weil die hätten auch einfach mal sagen können, gut, okay, ab jetzt gehen halt die Heiler, beziehungsweise andersrum, ab jetzt lösen die Heiler halt die Fallen aus und schon wäre das Ding gegessen gewesen. Also hätten die Heiler mal richtig eine vor den Latz bekommen und dann wäre gut gewesen. Oder etwa nicht. Also das hätte ja genauso kommen können. Und von daher, wie gesagt, mit 6 Heilern, die Sache ist natürlich dann gegessen mit einer 1er Queen oder sowas. Das wird dann natürlich nicht mehr wirklich was. Aber ansonsten sehe ich das ganz gechillt. Queen Walk war okay. Guck mal hier. Hier haben wir jetzt 6 Heiler. 6, genau, 6 mal 2. Und er hat jetzt effektiv davon einfach mal 9 Stück gedroppt, richtig? Ja, genau. 9 Stück. So. Hätte er ja gar nicht gebraucht. Bis hierhin hätte er sie ja schon mal gar nicht gebraucht. So, klar. Wenn wir dann wirklich noch mehr Einzelschaden bekommen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber die 9 Stück hätten es jetzt nicht sein müssen. Und von daher, macht euch da nicht zu heiß. Also ich bin der Meinung, der Queen Walk ist längst noch nicht tot. Wir lassen das weiterlaufen, wie gesagt, dann kann man da immer noch mal ein bisschen drauf schauen. So, ich guck mal hier weiter. So, also wie gesagt, Update kommt am 10. Ah, hier die lässt sich schon relativ viel Zeit, muss man echt sagen. Also die ist schon ganz schön überfordert mit der gesamten Situation. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn aus so Mauerbrechertechnisch? Ich würde ja hier nochmal ein bisschen reingehen, aber wie gesagt, werden wir gleich sehen. So, geh nochmal in den Deutschunterricht. Das ist wenigstens ein richtiges Deutsch, ganz genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt für mich galt oder wie auch immer. So. Ja, es ist natürlich doof gelaufen, ganz klare Geschichte. So, hier wird aber das Dunkle gezogen auf jeden Fall. Gucken wir mal weiter. Nadu Hacker schreibt Jan Graumann. Ja, genau. Lief auf jeden Fall. Das Update rückt immer näher, genau. Sehr schade, dass man nicht mehr farmen kann. Ja, wie gesagt, das. Sorry. Das wird auch alles so ein bisschen sehr, sehr heiß gekocht und so heiß wird das garantiert nicht mehr gegessen. Glaubt mir das. Also, ich sehe das alles noch nicht so. Ja, hier, den Kevgo-Around habe ich erwähnt. Ja, klar, logisch, weil mir das auch videomäßig ganz gut zugesagt hat. Da muss ich mal schauen, dass ich da eventuell nochmal eine Challenge oder sowas an den Start bringe. Aber hier, ihr seht es halt auch. Also, wie gesagt, die Heiler, so krass hätte es nicht sein müssen, auf keinen Fall.
Und dann hätte sich das Ding sonst grundsätzlich schon halbwegs lohnen können. Ja, wie gesagt, wird es wieder so ein bisschen so ein bisschen Laber-Video auf jeden Fall. Aber ich denke auch wirklich, dass ihr halt eben mal relativ schnell die Fragen sozusagen, die einfach kommen, beantwortet kriegt und fertig ist das Ding. Dass ihr seht, ja, der Gusua liest sich das auch durch. Hier ist natürlich ziemlich geil, weil es halt eben perfekt zum Bartschen ist, ganz klare Geschichte. Und ich merke aber auch wirklich den Unterschied, wirklich, besonders halt beim Bartschen, ist es halt wirklich schon auf dem iPad um einiges geiler. Das ist schon wirklich so. Mit dem Multiple Dropping der Troops ist das schon wirklich mega nice, wenn man schön am iPad sitzt. Und das ist schon ziemlich swaggy. Oh, ich freue mich wieder. Eventuell heute wieder eine Runde Agario. Also ihr werdet es ja dann sehen irgendwann. Und. Aber ich hätte mal wieder richtig Bock auf so ein Ding. Ah, da hat er da schön sneaky da seine gute Miene reingestellt. Das ist natürlich ziemlich schlecht für mich jetzt gerade. Klar, logisch. Aber so ist das. Kennt ihr das auch? Ihr habt auf dem zweiten Account halt eben auch noch was am Machen. Und kommt da total durcheinander, weil mit dem einen bin ich ja jetzt übelst am Pokifarm und mit dem anderen hier, seht ihr es ja jetzt, da ist es mir eigentlich ja egal. Bis dann denkt man sich auch, oh ja, ich muss ja Pokis und wie auch immer. Nee, 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 muss ich ja eigentlich gar nicht. So, gucken wir mal, 112, ja, hätte, sage ich jetzt mal, das Town Hall 10 hätte noch nicht sein müssen. Guck mal, du hast wirklich, im CW ist es halt wirklich eine, klar, ich kann mit CW jetzt nicht wirklich prahlen, logisch. Aber im CW sitzt du halt wirklich da mit dem 14er King. Wie sieht es aus mit der Queen? Die bist du gerade am Upgraden? Ja, da ist das schon ein bisschen low. Also wirklich, X-Bow, klar, den konntest du nicht. Das wäre nicht anders gegangen. Klar, den hättest du nicht mit Rathaus Level 9, den dritten, haben können. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber ansonsten, wenn ich mir die Mauern angucke, das ist noch nicht so richtig was. Also da hättest du wirklich noch warten können. Ansonsten Base Layout, wie würde ich sagen, speziell in dem Bereich wäre mir das Alex und das Gold ein bisschen sehr weit draußen. Ist die komplett symmetrisch? Nee, die ist nicht komplett symmetrisch. Also hier ist noch irgendwie was anderes dran. Ne? Und weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich spreche wieder sehr, sehr berlinerisch. Das muss auch nicht sein. Nee, ganz ehrlich, wir haben hier nicht sowas. Aber ich bin ja nicht der Gott der Base Layouts, auf jeden Fall. Was mir aber auf jeden Fall auffällt, ist da. Guck mal, wenn du schon Town Hall 10 bist, dann mach doch das, was du effektiv wirklich damit am besten geschenkt bekommst, sage ich mal. Du bekommst einfach mal 20 Truppen, 20 Troops halt mehr. Nutz die. Hau die Armeelager raus. So bist du doch viel besser im Angreifen. Ganz klare Geschichte. Das ist einfach mal, was ich sage jetzt mal zum Beispiel, hast du einfach mal, was hast du da, vier Ballons mehr? Zum Beispiel. Ist einfach mal so eine ganz schön große Kiste. Einfach mal als Beispiel. Oder 20 Barbaren. Hahaha. Nee, also von daher auf jeden Fall die Armeelager. King und Queen. Richtig hoch. Richtig hoch. Weil es wird ja nicht einfacher. Und komm bitte nicht auf die Idee Town Hall 11. Bitte nicht. Ganz klare Kiste. Ganz, ganz, ganz klare Kiste. So. Dann wurde noch geschrieben, ich sehe in der Facecam aus wie ein Vampir. Aha, okay, auch nicht schlecht. Halloween hatten wir schon. Geiler Queen Walk, gucken wir mal. Also wir haben auf jeden Fall jede Menge Dunkles, auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Und wir haben natürlich die Bora voll. Wir haben zwei an der Zahl, weil wir Town Hall 9 haben. Und hier wurde aber auch schon ganz schön viel gespammt. Das hätte auch nicht sein müssen. So, wie gesagt, ihr könnt ja jetzt immer wieder drauf achten. Einfach wirklich weniger. Weniger, weil guck mal, die wird ja nicht mal ansatzweise irgendwie gehittet. Hier passiert doch momentan noch gar nichts. Warum soll die so abnormal OP-mäßig mit Heilern versorgt werden? Quatsch. Unnötig. Du machst den Queen Walk nur teuer. Du machst ihn teuer. Wie gesagt,
ganz klare Geschichte. Wir kriegen hier, wenn das läuft, kriegen wir hier 4K bzw. fast 5K im dunklen Bereich. Dann ist das Ding einfach mal safe. Dann haben wir ein cooles Ding. Die Queen hat sich wieder verzogen. Das war richtig geil. Aber dann ist das safe. Ganz klare Geschichte. Aber halt wirklich unnötig. Also so viel müssen es dann doch nicht sein. Und wie gesagt, kommt mir das Update... Ich will jetzt nicht sagen, kommt es mir gelegen. Das nun nicht, weil ich ja auch gerne mal gespammt habe. Aber ich komme da ohne Probleme mit hin. Also das ist jetzt für mich nicht, oh Mist, ich kann nur noch 6 Heiler droppen und dann, nein. Also das auf keinen Fall. Hier schön die Heiler geheilt, auch nicht schlecht. Ist halt auch bei der Masse immer dieses Risiko. Wo laufen sie hin? Wo laufen sie hin? Weil die Queen läuft ja nun mal, wie sie möchte. Ganz klare Geschichte. Und da muss ich halt... Jetzt haut der King ab. Richtig geil. Das ist, hast du echt Luck gehabt, ey. Ja, aber hierfür sehen wir echt, das ist ausbaufähig in dem Bereich. Ansonsten, wie gesagt, du hast das Dunkle bekommen. Also wie gesagt, ich will nicht meckern, dissen, wie auch immer, ganz klare Geschichte. Also ich glaube, das sieht der F810028 garantiert auch nicht so. Also ganz easy, gut gemacht, ganz klare Kiste. Aber wie gesagt, im Bereich Heiler hätte definitiv weniger sein können. Gucken wir uns ganz kurz rein, aber wie gesagt, wenn es eine Mille ist, dann hauen wir den wirklich hier durch. Nebenbei beantworte ich halt noch eine Frage und dann sollte das passen. So, da ging es ums englische und deutsche Wiki. Das haben wir durch. Eine Frage, wenn ich 8 Heiler setze, heilen dann nur die 3 Heiler weniger mit den... Nee, also wie gesagt, ich bin der... Oh, also wirklich so gut wie alles gezogen, das ist natürlich geil. Ich bin wirklich halt der Meinung, dass wenn jetzt zum Beispiel 8 Heiler gedroppt werden, dass halt wirklich nur 6 heilen, beziehungsweise die Heilkraft einfach prozentual vielleicht einfach runtergeht. Aber wie gesagt, wenn wir 6 Heiler haben, das reicht. Ganz ehrlich, das reicht. Momo haut raus, aber anders. Also Queen Walk auf jeden Fall. Gucken wir mal. Finde ich ja ziemlich geil. Tobias Spirit Hawk schreibt, Gusor, cooler Clan, in dem du bist. Ja, weil ich gerade bei dem im Clan bin. Auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Richtig fett. Na ja, genau, Queen noch geraged hier. Ich habe mal jetzt wieder nebenbei. Aber hier seht ihr halt auch wieder, jetzt wurde es eng, dann wurden noch Heiler dazugefügt. Richtig gemacht. Einwandfrei, Momo hat's auf Tash. Ganz klare Sache, der hat sich das richtig abgeschaut. Und dann passt das auf jeden Fall. Wieder ein geiles Video. Da wird sich schön das Zeug gezogen und der King lebt auch noch richtig gut. Das passt auf jeden Fall. Black Miner schreibt, noch 8 Abos, dann habe ich 50. Wie gesagt, ich weiß das noch. Ich weiß das noch, wie krass das war bei mir am Anfang. Hört auf, ey, hört auf. Wie man wirklich am Anfang da sitzt und oh, geil, geil, geil. Ich habe das am Anfang ja noch gehabt, dass ich bei jedem Abo eine Mail bekommen habe und das wurde dann halt wirklich irgendwann zu viel und dann hat man gesagt, gut, okay, jetzt das muss jetzt abgestellt werden, sonst geht es halt einfach nicht. Ganz klare Kiste. So, jetzt gucken wir mal hier. Momo haut noch zu Ende raus und ich denke mal, das war's. Aber da seht ihr halt, Momo ist das perfekte Beispiel dafür, dass es halt wirklich mit den Heilern, ohne wer weiß wie zu spammen, machbar ist. Und dann sollte das alles passen. Das war das Schlusswort für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.